herzlich willkommen. Ich bin der Magnus vom YouTube-Kanal Zweitaktpakt und ich drehe heute meinen 8. Motovlog für euch. In diesem Motovlog soll es mal um mein Fahrwerk gehen. Und zwar habe ich euch ja in einem anderen Motovlog die erste Baugruppe meines Mopeds vorgestellt, und zwar mein Lenker, meine Armaturen, diversen Schnickschnack, den ich da so umgesetzt habe. Und jetzt geht es halt weiter mit dem Fahrwerk. Und ich fange vorne bei der Telegabel an. Und zwar habe ich die beiden Lenkkopflager in meiner Telegabel, die sind neu. Ja, sind halt Bauteile, die nicht wirklich viel kosten. Und man sollte die halt aufgrund des Alters, wenn man nicht weiß, wie alt die sind, macht man einfach neue rein. Kosten, wie gesagt, nicht die Welt. Und dann habt ihr auch keine Rastpunkte, falls ihr da welche haben solltet. Muss man halt überprüfen. Aber ja, wie gesagt, jetzt geht es weiter mit der Gabelbrücke. Und zwar gibt es ja eine ganz normale Gabelbrücke für die S50, S51 etc., die aus Stahlblech gestanzt ist und die einfach oben auf der Telegabel aufliegt, quasi die beiden Telegabelrohre auf Distanz hält, wenn man es jetzt physikalisch mal betrachtet. Und da gibt es für die S51 Enduro, man kann es natürlich auch auf eine normale S50 oder S51, kann man sich das auch dran schrauben, und zwar die Klemmgabelbrücke von der S51 Enduro. Und die habe ich auch drauf, die kostet jetzt auch nicht die Welt und sorgt dafür, dass die Telegabel halt verbindungssteifer ist, und ja, ich habe die drauf, ist eine schöne Sache. Die untere Klemmgabelbrücke meiner Simson hat Patina gehabt und Rost, die habe ich quasi gereinigt, entfettet, geschliffen, ein bisschen Rost entfernt, habe die dann mit Duplicolor Anti-Rust, das ist von Duplicolor eine super Lösung. Duplicolor Anti-Rust ist quasi Grundierung, Rostschutz und Lack in einem, und damit habe ich die dann wieder schön neu angesprüht. Ich blende euch die mal ein, dass ihr sie mal kurz seht. Und dann geht schon zu meiner Telegabel, die ist regeneriert, da sind normale, die Standard Telegabelfedern drin. Ja, zu denen viele Simson-Fahrer sagen, die sind zu weich, aber ich wiege jetzt 70 Kilogramm und ich fahre auch viel durch kleine Nester, wo der Bodenbelag richtig scheiße ist und es mal ein bisschen rappelt. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, härtere Federn bei meinem Körpergewicht zu fahren. Mir rappelt das schon genug manchmal, und ich bin jetzt auch mit den normalen Federn noch nicht in die Situation gekommen, wo ich zu weit eingetaucht bin mit der Federgabel oder aufgestoßen bin auf dem Endanschlag. Dementsprechend bin ich so zufrieden, und da mache ich mal weiter mit meinen hinteren Federbeinen. Und zwar meistens sieht man ja auf der S51 oder S50, S70 etc. die ganz normalen offenen Federbeine, wo man halt die große Feder außen liegend halt offen sieht. Und ich habe halt meine Simson mit geschlossenen bekommen, fand das auch echt klasse, sieht so ein bisschen wesentlich klassischer aus, so geschlossene Federbeine. Die waren allerdings auch schon alt, mit Patina versehen, mit Rost, und die habe ich dann auch, genauso wie die untere Gabelbrücke, mit Duplicolor Anti-Rust nach vorherigen Reinigen, Abschleifen, Entfetten wieder restauriert, und habe aber die Plastikkappen, die ich drauf hatte, ersetzt durch Chromkappen. Und ich blende euch jetzt auch mal die hinteren Federbeine ein. Hier sind sie, schaut, die sind schön geworden, finde ich. Macht schon richtig was her. Wie gesagt, das war die Sache, und jetzt geht es weiter mit der Hinterradschwinge. Da sitzen ja auch oftmals Gummibuchsen drin, und die waren natürlich auch schon wie altes Haribo, ziemlich ranzig. Klar, man kann so fahren, das funktioniert alles noch. Gerade mit 50 Kubik und nicht allzu viel Leistung unterm Hintern kann man auch so alte Gummis mit Sicherheit fahren. Aber ich habe Polyamidbuchsen reingemacht, und zwar heißt es ja, dass das Fahrwerk dadurch einfach ein bisschen steifer wird. Ich weiß nicht, ob es bei 50 Kubik, wie gesagt, jetzt so viel ausmacht, aber wenn ich was optimieren kann, ein besseres Bauteil einbauen kann, dann mache ich das. Dementsprechend habe ich diese Buchsen drin. Und jetzt geht es weiter zu meinen Bremsbelägen. Meine Bremsbeläge sind von EBC. Ich hatte vorher Sportbremsbeläge drin, so nennen die sich. Das sind ganz normale, billige Simson-Bremsbeläge. Die haben so kleine Quernuten eingefräst, die wahrscheinlich dafür sorgen sollen, dass der Fahrtwind den Bremsstaub besser abtransportiert. Dadurch ist aber weniger Bremsbelag von der Fläche gesehen an der Radnarbe. Und dementsprechend nutzen die sich schnell ab.
Und auch die normalen Simson-Standard-Bremsbeläge, die diese Quere nicht haben, ja, die bremsen halt nicht wirklich gut. Und ich habe Bremsbeläge von EBC, ja, vorne und hinten halt neue Bremsbeläge von EBC montiert und die sind schon ganz gut. Also da hat man einen deutlichen Unterschied zu den anderen Bremsbelägen gespürt und ja, eben das, was die Simson-Trommelbremsen so an Leistung bringen können. Ich denke, mit den EBC-Bremsbelägen hat man fast das Optimum. Ein Tuck besser sind wahrscheinlich die echten Asbestbeläge noch. Aber ich habe da keine Lust, dass ich dann Asbeststäube beim Bremsenreinigen, Bremsbelagreinigen irgendwie einatme. Also da habe ich keinen Bock drauf. Und die EBC-Bremsbeläge sind in Ordnung. Man muss halt so oder so bei den kleinen Trommelbremsen immer ein bisschen mehr Abstand zum vorderen Fahrer, also zu demjenigen, der vor einem fährt im Verkehr, muss man halt einfach ein bisschen mehr Abstand halten und schon einkalkulieren, dass falls derjenige bremsen sollte, stark bremsen sollte, dass man dann einfach rechtzeitig das mitbekommt, wesentlich früher bremst, als das mit anderen Fahrzeugen, mit anderen Bremssystemen nötig ist und dass man dadurch halt einfach diese Sicherheit hat, dass man halt nicht demjenigen hinten reinfährt. Also man muss sich wirklich an die Bremsen gewöhnen und die ersten Fahrten, die man mit der Simson macht, halt wirklich gucken, jetzt zum Beispiel, ja, habe ich einen vor mir, der hat angehalten, ich war so konzentriert beim Reden, na, musste ich auch jetzt mal ein bisschen kräftiger bremsen, aber ich habe das, schnell gesehen. Und ist alles gut. Man muss halt wirklich immer schauen, dass man genug Abstand hält. Wo will der jetzt hin? Ja, wie gesagt, das war die Geschichte zu den Bremsbelägen. Probiert die EBC-Belege mal aus, falls ihr die nicht sowieso schon drauf habt. Jetzt geht es mal weiter zu den Reifen, die ich habe. Ich fahre die Heidenau K55. Das ist ein Slick-Profil. Vorher hatte ich Heidenau Straßenprofil drauf, ganz normales halt. Und ich habe jetzt das Standardprofil, was ich drauf hatte. Ich weiß nicht, war es ein Heidenau K36, irgendwas in der Richtung. Ich habe die kurz gefahren, habe aber, da ich meine Simson ja restauriert habe, so ein bisschen nach einem schöneren Profil für mich geguckt. Und mir gefallen die Heidenau K55 von der Optik halt, sieht ein bisschen sportlicher aus. Und was auf jeden Fall die Unterschiede angeht, kann ich jetzt nicht so viel berichten. Wie gesagt, wenn man sich für einen Reifenprofil entschieden hat, dann sollte man das auch erstmal komplett runterraspeln. Und in diesem Fall ist es bei mir, der hat jetzt auch spät überholt hier wieder. Das war knapp, aber so ist das. Wie gesagt, die Heidenau K55, die fahre ich jetzt über 7600 Kilometer. Und jetzt ist so langsam der Punkt erreicht, wo ich wirklich sehe, ich muss bald wechseln. Ich habe jetzt 7600 und ein paar gequetschte Kilometer drauf. Ich denke mal, bei 8000 oder spätestens 8500 ist die Verschleißgrenze erreicht. Man hat ja seitlich auf dem Reifen, da sind so TWI-Punkte, das ist Englisch und heißt Threadwear Indicator, Verschleißmarker oder so in der Richtung kann man das übersetzen. Und wenn man die an der Seite, also man dreht sein Rad, guckt drauf, aha, da ist so ein TWI und dann hier muss man langsam fahren. 30 ist ein bisschen zu langsam, aber ja, mal gucken. Gemütlich halt hier, gucken immer schön. Zumindest habe ich es auf meinen Heidenau K55 drauf. Ich denke mal, es ist auf jedem anderen Simson-Reifen auch drauf. Vielleicht heißt es anders, sieht anders aus. Bei mir steht auf jeden Fall TWI, Threadwear Indicator. Und das an der Stelle, wo TWI steht, müsst ihr einfach nur in der Profilrille gucken. Da ist dann eine kleine Erhöhung. So, jetzt musste ich mich kurz konzentrieren. Da ist eine kleine Erhöhung in der Profilrille und wenn diese Erhöhung quasi durch das Fahren und Abnutzen des Reifenbelages, wenn die Markierung dann angekratzt wird, dann solltet ihr auf jeden Fall mal den Reifen tauschen. Und es ist so, dass man Minimum, also das Minimum, was man an Profil
haben sollte, wenn man unterwegs ist, ist 1 Millimeter. Und ich denke mal, wenn diese TWI-Marke angeraspelt wird, dann ist ja an der anderen Stelle, wo halt die Marke nicht ist, also im ganz normalen Profil, ist dann wahrscheinlich höchstens noch 1 Millimeter vorhanden. Also da muss man halt drauf achten. Und ja, wie gesagt, das sind die Reifen, die ich fahre, und ich kann euch auch nicht sagen, ob die sich großartig anders fahren, ob es da große Unterschiede zu normalem Straßenprofil gibt. Dazu müsste ich halt wirklich mal beim nächsten Mal zum Beispiel einen Straßenprofilreifen kaufen und den mal fahren. Mache ich vielleicht auch, um mal einen Unterschied festzustellen. Aber im Moment kann ich da noch nicht so viel sagen. Ich habe jetzt, wie gesagt, den ersten Hinterreifen fast platt gefahren. Und ja, nee, ich werde nicht als nächstes das Straßenprofil drauf machen, weil ich habe ja schon mir einen Heidenau K55 Reifen geholt. Der liegt schon bei mir in der Garage und der wird dann halt, wenn es notwendig ist, dann gewechselt. Vorne das Profil ist noch top in Schuss, hinten ist es halt, wie gesagt, fast durch. Fast runter. So, wie gesagt, das sind meine Reifen, die ich fahre, und ich bin da sehr zufrieden. Und zum Schlechtwetterfahren mit den Reifen kann ich wenig sagen, weil ich halt schön Wetter fahre, bin ich schon meine Simson. Ich bin noch nie im Regen gefahren, habe ich auch nicht vor. Und ja, dementsprechend wisst ihr jetzt eigentlich alles über mein Fahrwerk, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch das mal anzuhören, was ich so fahrwerkstechnisch an meiner Simson mir umgesetzt habe und warum. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Oder einen Kommentar, vielleicht was ihr so für Reifen fahrt und nach wie vielen Kilometern die vielleicht bei euch abgenutzt sind. Und wenn euch die Art und Weise, wie ich das hier so mache mit meinen Motovlogs, wenn euch das gefällt, dann dürft ihr natürlich sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich riesig freuen. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Ciao. So, ich hatte noch zwei Kleinigkeiten vergessen, und zwar einmal noch ein paar Kleinteile an meiner Hinterradschwinge und mein Fußrastenträger. Ich fange mit der Hinterradschwinge an, und zwar habe ich die Simson Standard Hinterradschwinge montiert, wie man sie an der S50, der S51 oder der S70 eben findet, aus Rundstahl gefertigt, und da sind hinten so kleine Öhrchen angeschweißt, links und rechts jeweils eins. Da sind Bohrungen drin, und durch jedes Öhrchen geht halt von dem Kettenspanner die Gewindestange, und hinter den Öhrchen werden die Kettenspanner dann jeweils halt mit einer Mutter eingestellt. Rechts die Kettenspannung, links danach die Spur, und wer da noch eine alte originale Schwinge hat an seinem Moped, der wird feststellen, dass diese Öhrchen oftmals ja verbogen, angerissen, gerostet, eventuell mal angebrutzelt worden, und wenn die aber vom Zustand her noch einigermaßen in Ordnung sind, diese Öhrchen, dann kann man die schon noch mal richten und schweißen lassen. Muss natürlich anschließend dann wieder die Schwinge schwarz pulvern lassen, und da kommen auch noch mal Kostenaufwand zu. Und ja, wenn die Dinger halt bei euch stark verbogen sind oder ja nicht mehr vertrauenswürdig aussehen oder ihr einfach keine Lust habt, das schweißen und nachher wieder pulvern zu lassen, dann könnt ihr das so machen wie ich, und zwar ihr könnt euch dann die Schwingenstabilisatoren vom Moped Klaus kaufen. Die habe ich mir auch gekauft, die kosten irgendwie so 15 Euro in dem Bereich, sind relativ preiswert und aus richtig dicken, stabilen Edelstahl gefertigt. Also ich finde die echt mega, die sind höchstwahrscheinlich viel stabiler als die Standardöhrchen, die da dran geschweißt sind. Und die kommen aber in Edelstahloptik, und ich habe mir die dann glänzend schwarz pulvern lassen. Das sieht jetzt richtig klasse aus. Und im gleichen Atemzug habe ich auch meine Kettenspanner ja getauscht, weil da waren ziemlich dünne Kettenspanner, also Kettenspanner aus sehr dünnem Material an meiner Simson. Und ich weiß nicht, ob das jetzt original DDR-Kettenspanner waren, die so dünn sind, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich weiß es halt nicht. Hab mir dann in einem der beiden großen Shops die stabilisierten Kettenspanner geholt, und die sind von der Materialstärke bestimmt ja, 5-mal so dick und haben auch eine schöne großflächige Schweißstelle, und ja, die habe ich mir halt wie gesagt geholt. Und wer schon eine etwas ältere Kette noch an seinem Moped dran hat und ja, da halt einfach die Kettenspanner schon ein bisschen mit den Muttern angezogen hat, der hat dann hinter den Kettenspannern, jetzt muss ich mich mal konzentrieren hier,
Ja, wer diese Kettenspanner schon ausgiebig genutzt hat, weil die etwas ältere Kette sich gelenkt hat etc., ja, dem stehen natürlich dann hinter den Muttern von den Kettenspannern längliche Gewindestangen raus, also ein bisschen mehr als das schön aussieht wahrscheinlich, so ist es bei mir der Fall. Und da ist mir eingefallen, da kann man Zylinderkopfmuttern nehmen, das sind diese Sechskantmuttern. So, jetzt rede ich mal nicht so viel, weil die Stimme dann so bobbert. Ja, man kann Zylinderkopfmuttern, das sind relativ lange Sechskantmuttern, die oben schön abgerundet sind, und die werden bei der Simson verwendet, um den Zylinderkopf über die Zuganker halt auf dem Zylinder zu montieren. Und die kann man sich hinter den Einstellschräubchen von den Kettenspannern einfach hinten zusätzlich drauf schrauben. Dann sieht man nicht so viel Gewinde, sieht ganz schön aus, und ich blende euch das jetzt mal ein. Und ja, hier seht ihr meine stabilisierten Kettenspanner, dessen Muttern auf den Schwingenstabilisatoren, die ja eigentlich Kettenspannerstabilisatoren heißen müssten, aufliegen, und hinten halt die Sechskantmuttern drauf. Ist eine sehr schöne Sache, also richtig massiv und stabil das Ganze, da brauche ich mir gar keine Gedanken mehr drüber zu machen. Und ja, jetzt geht es weiter mit meinem Fußrastenträger. Und zwar hatte ich mir für mein Moped einen Fußrastenträger gekauft mit Seitenständeraufnahme. Einfach, wenn man mal unterwegs mal kurz sich mal strecken will, eine Pause machen möchte, was essen oder trinken möchte etc. Wenn man halt nicht immer Lust hat, das Moped auf den Hauptständer zu bocken, oder wenn man halt zur Kontrolle mal kurz anhält, ist es immer ganz schön, wenn man mal einen Seitenständer hat, den man fix nutzen kann. Und deswegen habe ich mir halt einen Fußrastenträger gekauft. Mit Seitenständeraufnahme, den habe ich, ich nenne den Shop jetzt nicht, weil ich nicht möchte, dass ich irgendwelche Artikel von einem Shop niedermache und den Shop dann schädige. Ja, ich habe mir die halt gekauft, diesen Fußrastenträger mit Seitenständeraufnahme, ist kein MZA gewesen, auch kein FEZ, sondern No Name. Und ja, nach einem halben Jahr wusste ich auch, warum das Ding so günstig war. Und zwar hat sich die linke Seite, wo man quasi mit dem linken Fuß auf dem Fußrastenträger steht, und dadurch, dass man halt links schaltet, hat man halt ein bisschen mehr Kraft, die dann auch über die Ferse auf den Fußrastenträger ja wirkt. Und ja, dadurch hat sich das Rohr auf der linken Seite, also die linke Fußraste, hat sich dann abgesenkt. Und so, jetzt muss ich mich mal, jetzt bin ich hier wegen dem Traktor rechts gefahren, wo Schlaglöcher waren. Ich hasse sowas immer. Egal. Wie gesagt, also der Fußrastenträger auf der linken Seite, da hat sich das Rohr einfach abgesenkt nach unten und zusätzlich auch ein kleines Stückchen nach oben. Und konzentrieren. Kommt keiner. Los geht's. Ja, das Ding hat sich halt abgesenkt, und ich hätte das noch so fahren können, den Fußrastenträger, aber wenn ich überlege, dass ich da vielleicht noch ein weiteres Jahr fahre und dann ist das Rohr vielleicht so 2 cm nach unten, ein Stückchen nach vorne gebogen, das muss nicht sein, da muss man ja als den Schalthebel, die Position vom Schalthebel wieder korrigieren. Und sieht auch scheiße aus und ist auch unsicher, weil Material, was sich gebogen hat, ist auch an einer bestimmten Stelle dann dadurch geschwächt. Und ja, ich habe das Ding in eine Tonne gekloppt und habe mir von ZT Tuning den verstärkten Fußrastenträger gekauft. Und ja, bei dem ist auch die Wandstärke von dem Rohr, ich weiß nicht, also ich habe die mal nebeneinander gehalten. Ich denke mal, so ungefähr 3 mm hat die Wandstärke von dem ZT-Tuning Fußrastenträgerrohr schon. Und ja, seitdem ich den dran habe, tut sich halt gar nichts. Ich fahre den jetzt schon eine ganze Weile, und der behält auf jeden Fall die Form bei. Und ich denke, man könnte sich sogar draufstellen, ohne dass da sich was verbiegen würde, was man natürlich nicht machen soll, weil ja dann wieder zu viel Last am Rahmen irgendwo draufhängt. Muss ja nicht sein. Ja, der ist richtig robust, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Das waren die beiden Dinge, die ich vergessen hatte. Wie gesagt,
die verstärkten Kettenspanner, dann diese schöne Variante vom Moped Klaus mit den Schwingenstabilisatoren, die eigentlich Kettenspannerstabilisatoren heißen müssten. Dann noch die etwas längeren Sechskantmuttern mit dem abgerundeten Ende, die man noch drauf machen kann. Das ist eigentlich so meine Schwinge, wie ich sie jetzt habe. Und dann gibt es halt, wie gesagt, diesen ZT-Tuning-Fußrastenträger, den ich mir gekauft habe und den ich empfehlen kann, weil der sehr robust ist. Und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Thema Fahrwerk. Und dann bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, wenn euch das Spaß gemacht hat, mit mir hier ein bisschen unterwegs zu sein und euch mal anzuhören, was ich so an meinem Fahrwerk alles für mich umgesetzt und zusammengeschraubt habe. Ja, wenn ihr Spaß dran hattet und eventuell auch den einen oder anderen Tipp oder das eine oder andere Bauteil interessant findet für euer eigenes Moped, dann freue ich mich sehr. Dann gibt der Motovlog einen Sinn. Und ja, wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt vielleicht einen Kommentar. Und falls euch weitere Motovlogs und die Art und Weise, wie ich das hier so alles für euch präsentiere, falls euch das gefällt, dann dürft ihr natürlich sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Da freue ich mich riesig. Mein Kanal ist noch sehr klein. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Und ja, der ganze Aufwand so. Ich meine, also es ist ein Hobby, was ich hier mache und ich habe Spaß dabei. Aber ein gewisser Aufwand ist es schon alles. Auch das Schneiden dann nachher noch. Und wenn man dafür einen Daumen hoch, einen netten Kommentar oder sogar ein Abo für bekommt, dann freut man sich natürlich wie ein kleiner Schneekönig. Und in diesem Sinne, ja, gibt mir ein bisschen Support und ja, wir sehen uns beim nächsten Motovlog. Bis dann, macht's gut. Ciao.